Da wir einiges besprechen müssen von den kommenden Halloween-Skin, Fortnite-Mehr-Skin, dass Fortnite vielleicht mit den neuen unglaublichen Skins einen Fehler gemacht hat und vieles mehr, das besprechen wir in diesem Video. Und wenn ihr neu wisst, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, gerne auch ein Like da lassen. Passend dazu fange ich jetzt auch schon an mit diesem Video. Und zwar fangen wir mal an. Ich bin Level 201 und habe mir das ganze Bundle von den Unglaublichen gegönnt. Hier einmal schnell durchlaufen, was da drin ist. Mr. Incredible, also einmal er, der männliche Unglaubliche und die weibliche. Dann ihn hier. Dann hier die Lego-Varianten noch vergessen. Hier die Lego-Variante von dem Frau-Sound-Typ. Dieses Backbling plus ein Bohrer von zwei Seiten, oben und unten. Dann dieses ist reaktiv und nicht reaktiv. Das Reaktive ist daran, dass es vereist wird. Dann eine XXL-Spitzhacke, wo der Sound natürlich verpackt ist. Ich hoffe natürlich, dass Fortnite am 1.10. den Spitzhacken-Sound wieder so macht, wie der vorhin ist, weil momentan ist er ja verpackt. Das ist einfach nur schlecht. Dann haben wir noch den Bohrer als Dartspitzhacke. Zusammen kostet das, das Paket keine 7200 V-Bucks, sondern 3500 V-Bucks. Das gibt es auch als Spitzhacke. Genauso verpackt. Dann einmal Vorbewegungs-Emote und einmal dieses Emote. Dann 1,5, 1,5, 800 DPG, 800 diese Spitzhacke. Das ist auch nochmal ein extra Bundle für 1800, 300, 500 V-Bucks. Und wenn ihr euch irgendwas kauft, ob dieses Bundle oder Rubius oder andere Sachen, die momentan noch im Itemshop sind oder waren, dann schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr euch gekauft habt zum Beispiel, und denkt auch dran, mich zu verwenden im Itemshop. Nämlich der QR-Code, den Namen soll man am besten nie vergessen. Die findet es natürlich nie verwenden, das wäre schlecht. Da habe ich mich wohl, glaube ich, gerade versprochen, wenn ihr das so geschrieben habt wie ich. Dann nur noch auf Suchen drücken, warum das da auf Englisch steht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht Epic Games. Ich bin kein Epic Games Mitarbeiter. Deswegen weiß ich das nicht. Genau, so wie dieses coole Emote. Ich werde auch eben bei Copyright. Zum Beispiel, das ist auch ein cooles Emote. Das war, glaube ich, vor 14 Jahren oder sowas mal in. Deswegen geht mal mit euch schnell den Itemshop durch. Den Skin habe ich mir auch gekauft. Ja, warum denn nicht? Ich würde sagen, das war's dann schon. Was ich euch auch schon mal zeigen kann, was mir zwar noch nicht so angezeigt wird, ist nämlich hier der neue Gru-Skin. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Halt diese Stile. Einmal in Rot. Einmal in so Gold. In so einer Variante. Und das ist die coolste Variante. Ja, das ist auch schon eines der Neuigkeiten. Die Lego-Variante hat keine Stile, aber das Backbling hat dieselben Stile wie das Skin, auch in so einem Galaxy-Look. Ich weiß nicht, was Epic Games hat mit diesem Galaxy-Thema jetzt auf einmal. Dann gibt es noch eine Reaktivität, die aus ist. Die Pickaxe hat dieselbe. Da ist das Sound ja auch momentan verbuggt. Wie bei jeder Pickaxe. Das ist auf jeden Fall der neue Gru-Skin ab dem 1.10. dann verfügbar. Was bekommt ihr da? Den Battle Pass, das Gru-Paket, 1000 V-Bucks und den Rocket League, den Rocket Pass. Da könnt ihr schon ein paar Vorteile freischalten. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall sowas, was ich jetzt hier habe. Ja, das ist bei Crew Legacy Set. Und wenn ihr euch, wie gesagt, irgendwas kauft, denkt an
mein QR-Code. Macht doch gerne alle Aufträge. Schaut mich mal gerne rein, bei welchem Level ihr seid beim Erhalte-Konto-Level. Ich bin 14 von 25, mir fehlen dann noch 11 Level. Dann hätte ich die Pickaxe. Die passt halt eurem aktuellen Rang an. Und ja, 14 von 50. Ich glaube, manche von euch haben den sich schon freigeschaltet. Glückwunsch dazu. Ich werde mir dazu Zeit lassen, wenn ich das vielleicht erst in der OG Chapter 2 Season schaffe, dann ist es halt so, aber wenigstens lasse ich mir Zeit und schwitze nicht so rein, wie es andere Leute tun, die Creative dafür nutzen müssen. Ich mache das einfach so, wenn ich normal Battle Royale spiele. Ich nutze dafür jetzt keine XP-Map oder so. Das könnt ihr natürlich machen. Ich habe ja euch mal in ein paar Videos die Map von Ferius verlinkt gehabt mit dem Map-Code. Das könnt ihr natürlich so auch machen. Denkt auch an die wöchentlichen Aufträge, die zu machen, da ich alle gemacht habe. Sieht es dann so aus. Überlebensaufträge, okay. Das habe ich ja schon, dieses Backbling. Meilensteine, denkt auch gerne dran. Da fehlen mir nur noch 3 Stück. Oder bei Reload oder bei Ranked. Das, die Spitzhacke ist mir egal. 250 Zonen zu überleben, dafür habe ich keine Lust. Und die Story aufgeträgt, das ist fertig. Nur, was ich schon mal weiß, ist, dass in dem Update, was am 1.10. kommt, das ist ein großes Update, wo die Server wieder runtergefahren werden, dass sie da neue Story-Aufträge bekommen. Laut den Leaks, denen ich folge, sollte das so sein. Apropos Leaks, fange ich auch mal an auf Twitter, denn wir haben auf Twitter ein paar Neuigkeiten zu besprechen. Ja, und zwar hat Fortnite ein gewaltiges Problem mit diesem Skin hier. Das ist ja diesen Skin, den ich ja auch gerade ausgerüstet habe. Das ist die hier. Wenn man mit ihr ein bestimmtes Symbol ausführt, sieht es mega sassy aus. Ich hoffe, ich weiß nicht, was Fortnite da noch bearbeiten kann oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, gibt es da ein paar Emotes, die ein bisschen sassy aussehen. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, kommentiert einfach genauso, wie ich es geschrieben habe, wie es schwarz auf rot steht. S-U-S-I bzw. S-U-S-Y. Gerne genau 1:1 so schreiben, wie ich das hier geschrieben habe, denn das ist ein Auftrag, das ihr machen müsst. Ein Wort in die Kommentare schreiben. Dann haben wir ja die Unglaublichen drinnen, nur fehlt irgendwie für die das Auto. Das ist auch schon geupdatet, also ist auch schon, eigentlich sollte es drin sein. Aber irgendwie ist es nicht im Item Shop drin. So sieht es aus. Das ist der Sound. Ich glaube, bei dieser Mapcode, den es da oben gibt, kann man das fahren, glaube ich. Oder das ist einfach nur ein. Ich glaube nicht, dass man das fahren kann. Das ist so eine Kastenlobby, glaube ich sogar. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Das jetzt euch sagen wir, das war eine Crazy. Man kann mit Tinja Turtles mit diesem Skin spielen, also man kann mit Star Wars Skin spielen, man kann mit Deadpool spielen, man kann mit normalen Vater Skin in der Gruppe sein, also das ist aber zu sein, vor 7 Jahren. Hätte mir einer vor 7 Jahren gesagt, dass man in Fortnite den BMW 1er fahren kann oder den BMW 3er fahren kann, oder dass es die Unglaublichen gibt, weil es ja auch die Fantastischen 4 noch geben als Skins. Hätte das einer mir vor vier oder fünf Jahren gesagt, hätte ich gelacht und gesagt, genau. Aber das ist alles Realität. Das ist einfach die Wahrheit. Nicht die Realität von Fortnite, die wir immer beschützen müssen, weil die Realität immer zerstört wird, sondern es ist einfach Fakt. Was man hier vorne alles machen kann, man kann Star Wars Skins, Darth Vader gegen Ninja Turtle, gegen Deadpool spielen oder sowas, was crazy ist.
und die möglichen gemunkelten Kooperationen, die noch reinkommen können. Definitely Evil, glaube ich. May. Dr. Octopus. Spider-Man. Pacemaker, Peacemaker, Robin von der DC-Reihe, Avatar und so nett die was wir schon haben, nämlich die Avatar mit der blauen Figur, sag ich mal, die blauen. Final Fantasy 7, die Fantastischen 4, One Piece, He-Man und Skeletor, Person 3, Cruise Rod und Power Rangers. Das sind die, was vielleicht noch reinkommen kann, aber Avatar steht ja schon fest bei und die Fantastischen 7 sowie die Fantastischen 4. Warum da Fantastischen 7 steht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit Item Shop, wann was in den Item Shop kommt. Die Fantastischen haben wir heute drin, so wie das hier, Superman morgen. Also wenn ihr das Video morgen am 29. seht, sollte das drin sein. Lady Gaga, glaube ich, jetzt schon drin, glaube ich. Oder wenn wir uns dann nochmal den Einschlag anschauen, haben wir die, glaube ich, drin. iTalk Lockers Bundle am 30. Und hier auch am 30. Warum der wieder da Joey Scott genommen hat, keine Ahnung. Ich will das Thema nicht wieder anfangen. Dann Person 3. Person 3. Collab soll kommen in Fortnite. Da haben wir schon mal so ein Ladebildschirm, würde ich sagen. Oder so ein Teaserbild, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen die Person 3 Skins reinkommen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, weil ich kenne dieses Spiel nicht. Dann Skeletor wird bald vielleicht ein erster womöglicher Halloween Skin sein, der in den Item Shop kommt. Ich gehe mir davon aus, dass das hier eine Pickaxe darstellen soll. Dass das Skin ist und das vielleicht sogar seine Pickaxe ist. Ich will jetzt mich nicht zu festlegen, aber vielleicht ist es ein Pickaxe. Da habe ich auch mal dieses Pit rausgenommen. Vielleicht ist das sogar eine Pickaxe. Keine Ahnung. Dann kommen wir auch schon zum letzten League und zwar, so sieht der Lego Colombo aus. Vermisse irgendwie den normalen Colombo in Battle Royale. Traurig, dass Epic Games den damals entfernt hat. Traurig. Was aber nicht traurig sein sollte, ist, wenn ihr meiner WhatsApp-Gruppe reinschauen wollt. Link findest du in der Videobeschreibung oder auf die Webseite, die verlinkt ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht was Schönes. Denkt dran, nutzt meine QR-Code, denn es gibt ja einen Spruch, den ich schon lange nicht mehr gebracht habe. Denn der Spruch ging nämlich Creator Code Uchifan, diesen Namen vergisst man nie. Deswegen denkt dran, mich zu supporten mit meinem Creator Code. Hier findest du noch das letzte hochgeladene YouTube-Video von mir. Das war's, wie gerade macht was Schönes heute. Ciao.